Lieber Rechtsfreund, willkommen zu einem neuen Problem. Sag mal, hörst du das auch? Scheiße! Tja, netter Versuch. Anscheinend sollte ich gerade von einem von euch geopfert werden. Würdest du natürlich nie tun, oder? Doch, zumindest dann, wenn es darum geht, 5 andere geile Menschen zu retten. Denn vielleicht hast du mal vom sogenannten Trolley-Problem oder aber dem Weichenstellerfall gehört. Der Aufbau dieses Falls ist im Grunde total simpel und deshalb machen wir jetzt mal ein kleines Experiment. Ich möchte, dass du dir den Fall anhörst, dann stoppst, dann über den Fall nachdenkst, deine Meinung in die Kommentare schreibst und dann das Video weiter ansiehst. Punkt 1, der Fall. Bei einer Straßenbahn sind die Bremsen kaputt und sie rast gerade ungehindert auf 5 Arbeiter zu, die du nicht kennst, die aber auf jeden Fall zu Tode kommen werden, wenn die Straßenbahn sie erreicht. Du bist vom Beruf Weichensteller und kannst die Weichen umstellen, sodass die Straßenbahn einen anderen Weg nimmt. Problem nur, auch auf dem anderen Gleis befindet sich jetzt, Achtung, ein Arbeiter, den du nicht kennst. Du kannst also darüber entscheiden, ob die 5 sterben sollen oder aber die eine Person. Wie entscheidest du dich jetzt? Interessant, hast du dich dafür entschieden, den einen zu opfern, um die 5 anderen zu retten? Dann geht es dir so wie den meisten Menschen auf der Welt. Denn die meisten würden die 5 retten und den anderen dafür opfern, indem sie die Weiche umstellen. Punkt 2, die Statistik. In Deutschland würden sich in dieser Fallkonstellation 82% der Menschen dafür entscheiden, die eine Person zu opfern. Und in einem ganz anderen Teil der Welt, in Vietnam, und das wird noch wichtig später, würden sich ähnlich viele Menschen dafür entscheiden. Warum aber töten wir nun lieber einen Menschen, anstatt den Dingen ihren Lauf zu lassen? Naja, ganz einfach, wir schauen aufs Endergebnis. 1 sind weniger als 5. Also wird wahrscheinlich durch den Tod einer Person anstatt von 5 weniger Leid verursacht. Man kann das Ganze Utilitarismus nennen. Demnach ist eine Handlung moralisch dann richtig, wenn sie den Gesamtnutzen maximiert. Punkt 3, juristische Bewertung. Und jetzt kommt es aber schon, denn verrückterweise sind wir Juristen uns gar nicht so einig, ob wir dich dann einfach laufen lassen sollten oder dich gar wegen eines Totschlages bestrafen können, wenn du die Weiche umstellst. Und jetzt kommen einige auf die Idee und sagen, na Tim, aber dann müssen die doch wenigstens gerechtfertigt oder entschuldigt sein. Schauen wir mal rein. Du bist leider nicht gerechtfertigt, weil beim einzig in Betracht kommenden rechtfertigen Notstand Leben gegen Leben laut einhelliger Meinung der Juristen nicht miteinander abgewogen werden kann. Auch kannst du dich nach § 35 nicht für deine Handlung entschuldigen, da du keine Gefahr von dir, deinen Angehörigen oder nahestehenden Personen abwenden willst. Kurzum, das Gesetz schützt dich erstmal nicht. Wir Juristen haben dann lange überlegt und letztlich was erfunden, was gar nicht im Gesetz steht. Den sogenannten übergesetzlichen Notstand. Der übergesetzliche Notstand soll vorliegen, wenn eine gegenwärtige Lebensgefahr vorliegt, die Handlung erforderlich ist, um diese abzuwenden und wenn hier wie in dem Fall den 5 Gleisarbeitern die Hinnahme der Gefahr nicht zumutbar ist. Und in diesem Punkt der Zumutbarkeit der Hinnahme dieser Lebensgefahr sind sich die Juristen bis heute uneins, sodass das dazu führt, dass derjenige, der die Weichen umstellt, gegebenenfalls Gefahr läuft, wegen eines Totschlags an der einen Person bestraft zu werden. So eine Frechheit, da rettet man 5 Personen und wird vielleicht sogar bestraft, weil man nur eine andere Person tötet. Warum? Tja, wenn dich das empört, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Aber zeigen wir den Fall doch mal in 2 anderen Varianten. Punkt 4. Varianten. Erste Abwandlung. Selbes Problem wie gerade. Zug rast auf 5 dir unbekannte Menschen zu, die auf jeden Fall sterben. Du stehst aber nun nicht an einer Weiche, sondern du stehst auf einer Fußgängerbrücke, die über die Schiene hinwegführt. Und vor dir steht ein unfassbar dicker Mann. Kein Bodyshaming an dieser Stelle, der Fall ist einfach so. Du könntest nun, wenn du den Mann auf die Schiene stößt, den Zug zum Halten bringen, sodass er die 5 Personen vor sich nicht mehr erfasst. Stößt du den Mann auf die Schienen oder nicht? Fühlt sich das jetzt auf einmal anders an, weil du aktiv handelst? Hast du doch gerade auch, indem du die Weiche umgestellt hast. Denkst du jetzt immer noch logisch und utilitaristisch? Oder liegt es vielleicht daran, dass du den anderen gar nicht sehen konntest und jetzt aktiv auf den Körper des anderen einwirkst, um die 5 anderen zu retten? Ist das der Grund? In Vietnam würden jetzt immer noch fast 70% der Menschen eine Person opfern, um 5 Personen im Gleis zu retten. In Deutschland hingegen in diesem Fall nur noch 50%.
Aber vielleicht denkst du ja ähnlich und sagst, naja, auch in diesem Fall würde ich den Menschen opfern. Aber vielleicht nicht mehr im nächsten. Vergessen wir mal die Bahn und stellen uns vor, du seist Arzt. Du bist aber kein normaler Arzt, sondern Experte in der Transplantation von Organen. Und du hast 5 Patienten bei dir im Krankenhaus, die alle mit Sicherheit in der nächsten Zeit sterben werden, wenn sie nicht jetzt ein bestimmtes Organ bekommen. Und wie der Zufall so will, kommt plötzlich eine etwas ältere Person zur Routinekontrolle und du stellst fest, yo, all seine Organe passen perfekt zu meinen 5 Patienten. Würdest du diese eine Person umbringen, ihre Organe entnehmen und sie den 5 anderen einpflanzen, um all ihre Leben zu retten? Ach, du tötest nicht? Utilitarismus. 5 junge Menschen, ein älterer Mensch? Da muss man doch nicht lange nachdenken, oder? Warum zögerst du jetzt also? Ganz einfach, weil wir eben nicht alles utilitaristisch und logisch begründen, sondern vieles aus unseren Wertvorstellungen, die über die Jahrhunderte in unserer Kultur gewachsen sind, ableiten. Punkt 5, das Ergebnis. Denn eine Sache ist beim Organentnahme und beim Brückenfall anders als beim Weichenstellerfall. Beim Weichenstellerfall benutzen wir den Menschen nicht direkt als Objekt, so wie im Brückenfall, und im Organentnahmefall. Sein Tod ist zwar hier auch sichere Folge, wir wirken aber nicht direkt auf ihn ein und benutzen ihn sozusagen als Werkzeug, um ein positives, also im mathematischen Sinne positives Ergebnis zu erreichen. Wir handeln also nicht logisch und rational, sondern vor allen Dingen aufgrund unserer Wertvorstellung, die sich beispielsweise auch in unserem wichtigsten Grundgesetz niedergeschlagen haben, Artikel 1 der Menschenwürde. So schützt uns dieses wichtigste Grundrecht davor, dass der konkrete Mensch nicht zum Objekt, zum bloßen Mittel oder zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird. Es fühlt sich für uns in unserer Kultur falsch an, wenn ein Mensch einer Behandlung ausgesetzt wird, die ihn vom Subjekt zum Objekt macht. Wir sind also weder utilitaristischer, logischer, rationaler noch sonst was als andere Kulturen, sondern einfach nur philosophisch anders aufgebaut. Und ist es daher wirklich kein Wunder, warum immer noch 70% der Vietnamesen den dicken Mann auf die Schiene werfen würden, wohingegen das nur 50% der Deutschen tun. Und abschließend, und damit das so ein bisschen anekdotisch zu begründen, möchte ich mit einem Zitat, was ich bei dem YouTuber Green Rabbit gefunden habe. Und damit bis nächste Woche. Ciao. Trinkst du eine Tasse Tee, löst sich auf einmal der scheinbare Unterschied zwischen dem, der trinkt, und dem Tee, der getrunken wird, in Luft auf. So wird das Trinken einer Tasse Tee zu einer direkten und wundervollen Erfahrung, in der es keine Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt gibt.